Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das HW 2K18 Halloween Bundle von Hirntod Records. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hirntod Records bringt mal wieder zu Halloween ein Bundle raus. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier den Inhalt schon aufgeschlichtet. Und zwar, um das Ganze mal kurz zu zeigen, wir haben hier einmal sieben Packungen Gummizeug, so Haribo-ähnliches Zeug hier drinnen. Dann haben wir einmal die CD, beziehungsweise ja, das Album HW 2K18 mit insgesamt 7 Tracks, also mehr oder weniger eine EP. Dann haben wir noch dabei eine EP Dekade des Schreckens. Ein Messer, ein Shirt, eine riesige Autogrammkarte und 1, 2, 3 Poster. Also für ein Bundle echt ein starker oder ein umfangreicher Inhalt. Wir starten wie immer mit den Tonträgern. Und zwar haben wir hier einmal die EP, um die es eigentlich geht. HW 2K18. Das Ganze kommt in einer Papphülle, in einem schwarzen Digisleeve. Schwarz und hier mit einem orangenen Kürbis, der hier echt ziemlich mies, ziemlich böse aussieht. Gelbe Augen, dann so eine Fratze hier. Wir haben hier insgesamt 7 Tracks. Wir sehen hier leider nicht genau, wer die Interpreten sind, aber es sind einfach verschiedene Künstler von Hirntod Records. Und dann lesen wir hier drunter, alle Songs produziert, gemischt und gemastert von Easy Beats und C55. Also so die Hauptproduzenten, die Stammproduzenten von Hirntod. Dann haben wir unten noch die Credits dazu. Dann schauen wir uns mal die CD an. So sieht das aus. Das ist die CD ebenso gestaltet wie auch schon hier die Hülle. Damit nicht genug. Wir haben noch eine zweite EP mit dabei. Und zwar die Dekade des Schreckens EP. Die meisten werden diese EP schon kennen. Und zwar war die damals dabei bei der HT100 Box als Bonus-EP. Jetzt gibt es die auch mal so regulär in diesem Bundle, nicht nur mit der Box zu haben, sondern eben auch so. Hier lesen wir auch wieder Hirntod Records. Dann haben wir hier die Gang abgebildet und darunter lesen wir dann Dekade des Schreckens. Wir haben hier insgesamt 9 Tracks mit dabei von den diversen Hirntod-Rappern. Also hier haben wir dann immer, von wem wurde das Ganze produziert und wer hat da gerappt. Seht ihr selber, also da sind alle dabei, von Blockmonster, Rako bis hin zu Schwarz, Dr. Faustus, Pervers und ich glaube, ja, Uzi ist auch noch mit drauf, genau. Also 9 Tracks hier auch nochmal mit drauf, ebenfalls in einer Papphülle im Digisleeve, so sieht dann die CD aus, in Schwarz und Gold, wie auch schon hier die CD, das Cover. Dann haben wir Süßzeug, jede Menge. Und zwar haben wir hier, wenn man das hier mal ein bisschen ins Durchsichtige reinrückt, ich hoffe, jawohl. Also wir haben hier in so einer Packung jeweils ein so ein Tierchen, sieht aus wie so eine große Gummi, so eine Haribo-Fledermaus. Und das ist auch extra Hirntod gebrandet. Und zwar lesen wir hier Hirntod Records, das Original seit 2005, Süßes sonst Stich. So sieht die Rückseite aus, da haben wir eben den Hinweis, hier lesen wir es, dass es sogar von Haribo ist, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und hier stehen dann eben die einzelnen Werte, was darin alles so drin ist, an Zucker etc. Und davon sind 7 Stück in diesem Bundle mit dabei. Und ja, 7 Stück ergeben eben 7 von diesen Fledermäusen. Ja, man könnte es vielleicht kritisieren, dass man nicht unbedingt hier so eine einzelne Fledermaus in so ein Ding verschweißen hätte müssen, also rein vom Plastikaufwand her vielleicht etwas übertrieben. Hätte man vielleicht irgendwie zusammenfassen können, 7 oder so in eine etwas größere Packung, aber ja, das wird seine Gründe geben. 7 Stück, nette Sache. Dann haben wir mit dabei ein Messer. Ich habe echt nicht gedacht, dass das so einfach ist, in so eine Box reinzupacken. In dem Fall wahrscheinlich auch wegen der Klingenlänge noch genehmigt worden. Das ist relativ klein ist das Messer und das ist deswegen
die in diesem Bundle mit dabei sein durfte. So, und zwar, wenn wir uns das Ganze nochmal kurz hier anschauen, was lesen wir hier? Ein MedMax Slim Walker Messer. Okay, ansonsten hier nichts weiter zu sehen, außer eben die Adresse von MedMax. Das Ganze kommt in so einer Folie. Und dann haben wir hier das Messer in seinem glatten Dunkelmetallic und das Ganze dann hier auch nochmal mit Hirntodschriftzug gebrandet. Und wenn wir das dann aufklappen, ist von der Optik oder ja vom Aufbau her ähnlich wie so ein Butterfly-Messer. So sieht das dann aus. Hier haben wir dann auch noch einen Bügel, mit dem wir das Ganze dann irgendwie an der Hose oder irgendwie festmachen können. Und ja, also rein so von der Optik, von der Gestaltung wirklich Butterfly-mäßig. Hier haben wir dann auch nochmal ein M drauf, das Logo scheinbar von diesem MedMax. Und hier ein Tod-Branding auf der einen Seite und dann diese Spange, diese Klammer auf der anderen Seite. Okay. Aber durchaus passend zu dieser Botschaft, süßes von Stich, dieses Messer. Gut, dann packen wir das mal derweil weg. Ebenso wie die Musik. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Und zwar haben wir hier auch wieder diese Halloween, diese Kürbisfratze. Und dann haben wir hier drei Unterschriften. Wir haben hier mit goldenem Stift einmal auf der Oberseite Rako unterschrieben. Und darunter lesen wir dann noch Block und Schwarz. Also so die Kerninterpreten von Hirntod Records, so das Rumpfteam hier hat wirklich unterschrieben. Und hier unten lesen wir dann auch nochmal HW2K18. Okay. Damit nicht genug. Wir haben nicht nur ein Poster. Nein, wir haben hier echt drei Poster. Und zwar haben wir dann noch ein Rako-Poster. Und zwar hier von, Moment, Parabellum. So sieht das aus. Also das ist ja ein Release von Rako. Hier oben lesen wir, Hirntod Records präsentiert Rako. Dann haben wir eben diesen hier abgebildet. Hier ist auch noch Block Monster zu sehen. Parabellum. Und hier unten dann mit silbernem Stift auch nochmal Rako alleine unterschrieben. Sehr schön. So sieht das aus. Das Ganze im Hochformat, ebenso wie das andere, einseitig bedruckt. Und damit nicht genug. Nein, wir haben hier noch ein Poster. Ebenfalls einseitig bedruckt und im Hochformat. Und zwar nochmals ein Rako-Poster. Und zwar ist das das Poster zu seinem damaligen Album Biomechanisch. Lesen wir auch wieder oben, Hirntod Records präsentiert. Rako, Biomechanisch mit Features von Blockmonster, Uzi, Schwarz, Pervers. Und dann haben wir hier nochmal Unterschrift hier unten mit weißem Stift. Also das ist echt mächtig, dass man hier drei Poster reinpackt und alle drei von den Künstlern unterschrieben sind. Nicht schlecht. Alle drei Poster im Hochformat und einseitig bedruckt. Und dann haben wir noch neben den ganzen Postern und den ganzen Unterschriften noch etwas Unterschriebenes. Und zwar diese Autogrammkarte hier im Querformat. Hier oben haben wir einmal wieder die Unterschrift in Gold von Rako. Dann hier unten von Blockmonster und dann rechts, das sieht nach Schwarzunterschrift aus. Und hier bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich schätze mal fast, dass es von Nils ist. Also Niles Davis hat hier dann auch nochmal unterschrieben. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne seine Unterschrift nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, nachdem auch er hier ganz rechts steht. Ja, würde irgendwie Sinn machen. Auf der Rückseite, was lesen wir hier? Hirntod Records Sammelkarte Nummer 100, Hirntod Posse 2016, April 2016, Auflage 2000 Stück. Alles klar, sehr schön. Das Ganze ist dann immer Hochglanz gehalten. Und dann haben wir noch mit dabei, wie es sich für so ein Bundle gehört, ein Shirt. Und zwar, wie sollte es anders sein, haben wir dann auch hier wieder diesen Kürbis mit drauf. Ein schwarzes Shirt mit dieser orangenen Kürbisfresse drauf. Und das Schöne daran war, man konnte bei diesem Bundle die Größe selbst auswählen. Zu dem Zeitpunkt, als ich das Bundle bestellt hatte, gab es meine bevorzugte Größe M nicht mehr. Nur noch L, XL, XXL, was weiß ich. Deswegen habe ich mich dann in dem Fall für ein S entschieden. Hoffe, dass ich da irgendwie noch reinpasse. Aber es ist auf jeden Fall eher zu machen als irgendwie so ein L, was dann so herumschlabbert.
Hier lesen wir dann, wir haben es zu tun mit einem B und C exakt 190 und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Jawohl. Also ich muss ehrlich sagen, diese B und C Shirts feiere ich echt. Die finde ich 100-mal schöner oder besser und besser zu tragen als diese regulären Fruit of the Loom oder Gilden Shirts. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Shirt mit dieser orangenen Halloween, mit dieser orangenen Kürbisfratze im Brust- bzw. im Bauchbereich fast schon. So sieht das aus. Schöner Kontrast in meinen Augen, schwarz-orange, gute Farbkombination. Und was mir in diesem Fall auch gut gefällt, dass man jetzt nicht einfach nur irgendwie Schriftzug oder irgendwelche Buchstaben hier im Brustbereich hingeklatscht hat, HW 2K18 oder sowas. Nein, man hat das hier relativ schlicht gehalten, keine sonstigen Anmerkungen, wirklich hier nur das Logo, das Cover dieses Releases, keinerlei Infos über Hirntod oder sonst was. Ansonsten, ja, komplett in Schwarz, gefällt mir richtig gut, kann man auf jeden Fall anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe S, wie gesagt, Größe damals frei wählbar. Dann diese riesen Autogrammkarte mit diesen vier Unterschriften. Dann einmal hier das Poster von Rako Biomechanisch inklusive Unterschrift im Hochformat einseitig bedruckt. Dann ebenso von Rako Parabellum ebenfalls im Hochformat einseitig bedruckt unterschrieben. Dann hier das Poster mit den drei Unterschriften von Rako Schwarz und Block. So sieht das aus, ebenfalls einseitig bedruckt. Siebenmal diese Haribo Gummifledermäuse in dieser Hirntod gebrandeten Verpackung. Das Messer mit Hirntod Branding. Die EP Dekade des Schreckens mit 9 Tracks. Und natürlich die Halloween 2K18 EP mit insgesamt 7 Tracks. Kommen wir auf insgesamt 16 Tracks. Jawohl. Das alles in diesem wunderbaren Bundle HW 2K18 von Hirntod Records. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der EP und dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hirntod Records unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!